Der elegante und unverwechselbare IONIQ 6 läutet eine neue Ära der Elektromobilität ein. Sein stromlinienförmiges Design und sein kokonartiges Interieur schaffen eine neue exklusive Raumerfahrung, die das Unterwegssein im Auto völlig neu definiert. Das Stromliniendesign schafft einen grandiosen CW-Wert von 0,21 und damit schafft er bis zu 600 Kilometer Reichweite und soll nur mit einer Ladung dank der innovativen 800 Volt Ladetechnik mit Ladezeiten von 15 bis 30 Minuten auskommen. Und schon jetzt räumt der IONIQ 6 Bestnoten ab, wie zum Beispiel im Euro NCAP mit 5 Sternen. Und damit gehört er zu den sichersten Fahrzeugen der Welt. Lasst uns zusammen entdecken, was der IONIQ 6 drauf hat. ₹4,86 Meter lang, 1,50 Meter hoch, mehr Business-Limousine als Familienlaster, Matrix-LED-Scheinwerfer, Kameras als Rückspiegel, 800 Volt Ladetechnik, das ist der neue Hyundai IONIQ 6. Ich war für euch mal im Megatest, 3 Tage mit diesem Auto unterwegs, wenig Schlaf, viel Autofahren, alles mit dabei, Landstraße, Autobahn, Innenraum, Ladezeiten, Verbrauch, Außenraum, Motorvarianten, Farbvarianten, alles was man zu diesem Auto wissen muss, gibt es jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Einsteigen und losfahren, und wenn man hier natürlich Platz nimmt im neuen Hyundai IONIQ 6, dann sieht man gleichzeitig ein Riesenplatzangebot als Fahrer. Also du hast hier wirklich die Möglichkeit, mit deiner elektrischen Sitzverstellung und anderen Möglichkeiten hier dein Platz einzunehmen in dem Auto, und fühlst dich richtig wohl. Als 1,89 Meter Fahrer hat man hier auch noch Kopffreiheit und alles ist easy. Schauen wir uns dann mal an, was die hinteren Passagiere hier zum Platzangebot sagen. Und wenn du hinten sitzt, dann ist es aber auch noch richtig easy. Wie gesagt, ich bin 1,89 Meter als Fahrer, der Sitz hier vorne eingestellt. Hier hinten sitze ich drin. Hier oben habe ich natürlich durch diese Krümmung relativ wenig Kopffreiheit, sitze aber noch entspannt und easy da. Also auch die Beinfreiheit. Du kannst dich natürlich dann noch ein bisschen lümmeln und schon ist der Kopf wieder hier in Verbindung zum Dach ordentlich und vernünftig. Also hier gibt es gar keine Probleme im hinteren Bereich. Natürlich, wenn man aufrecht sitzen möchte, dann hat man hier schon als großer Mensch Probleme, aber damit kann man leben. Also längere Fahrten hier auf der hinteren Rücksitzbank kann man ebenfalls richtig gut überstehen. Geht natürlich nochmal an die Firma ASL Lichtblau GmbH in Potsdam und Teltow, die mir dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr Fragen habt zum IONIQ 6, dann wendet euch doch sehr gern an die kompetenten Mitarbeiter des Autohauses. Alle Links und Infos habe ich euch nochmal hier in der Videobeschreibung verlinkt. Vergesst wie immer nicht, diesem Video ein Like zu verpassen und den Kanal zu abonnieren. Da dieser Film aufgrund der umfangreichen Informationen sehr lang geworden ist, findest du natürlich in diesem Video Kapitelmarken. So kannst du jedes Thema, was dich interessiert, sehr schnell erreichen. Was ich natürlich super finde, ist auch, dass der Neue wieder in Verbindung mit dem Schlüssel das fahrerlose Einparken und Ausparken beherrscht. Hier drückst du Fahrzeug schließen, dann 4 Sekunden die Hol-Taste und dann an der Seite die Fahrtasten vor und zurück, je nachdem wo du hin möchtest. Und schon fährt dein Auto wie von Geisterhand einfach so los. Sobald du die Finger von den Tasten nimmst, stoppt das Fahrzeug dann automatisch. Ideal, wenn du mal wieder eingeparkt wurdest und dein Fahrzeug aufgrund des wenigen Platzes nicht betreten kannst. Natürlich helfen dir auch noch weitere Parkassistenten und Kameras, aber dazu später mehr in einem Extra-Kapitel. Gleich am Anfang ein Wort zu den Lieferzeiten. Aktuell, Stand Anfang März 2023, gibt es teilweise verfügbare Fahrzeuge in den höheren Ausstattungsvarianten mit kurzen Lieferzeiten. Wer sein Fahrzeug für sich konfigurieren möchte, muss laut Aussage von meinem Lieblingsautohaus der ASL Lichtblau GmbH ca. 6 bis 8 Monate Wartezeit mit einkalkulieren. Diese können sich natürlich im Laufe des Jahres noch ändern. Laden kannst du den IONIQ 6 mit bis zu 240 Kilowatt dank der 800 Volt Technik. Natürlich ist das nicht an jeder Ladesäule so. In unserem Fall brauchte der Ladevorgang an der 150 Kilowatt Säule knapp 50 Minuten von 10 auf 100%,
was aber auch noch akzeptabel ist. Wir haben die Wartezeit dann effektiv genutzt. Während der Dreharbeiten ist es auch mal möglich, eine Kaffeepause einzulegen. Die Ladeklappe öffnet elektrisch und alles ist einfach einzustecken. Nur noch mit der Ladekarte oder der App verbinden und fertig. Auf dem 12,5 Zoll Display erhältst du dann während des Ladens Informationen, wie lange es noch dauert und mit wie viel kW gerade geladen wird. Und wenn du dein Fahrzeug verschlossen hast, dann musst du nur auf dein Lenkrad schauen. Hier zeigen dir die vier Status-LED an, welchen Stand dein Akku gerade hat. Der Motorraum des IONIQ bietet noch zusätzlich auch in der Allrad-Version einen mittelgroßen Frank von 45 Litern Laderaum an. Hier kannst du kleines Zubehör wie Kabel und Ladeboxen sicher verstauen. Der Kofferraum ist dann bei einem Ladevolumen von 400 Litern dabei. Zum Lieferumfang gehören weiterhin das Ladekabel, der Stromadapter für außen, ein Erste-Hilfe-Set sowie das Reifen-Reparaturset, denn ein Ersatzreifen wird ja schon lange nicht mehr mitgeliefert. Die Rücksitze lassen sich umklappen, um noch mehr Platz zu schaffen. Zu beachten ist aber, dass sie sich nur im Kofferraum lösen lassen und das über kleine Hebel, die sich an der Oberseite der Kofferraumklappe befinden. Schauen wir uns die verschiedenen Antriebsvarianten an. Die günstigste Version bietet dir 53 Kilowattstunden mit 151 PS und 185 km/h Spitze. Eine Nummer größer gibt es den Heckantrieb dann auch mit 77,4 Kilowattstunden und 229 PS. Die absolute Fahrkomforterfüllung bietet dir aber dann der Allradantrieb mit 77,4 Kilowattstunden und 326 PS. Wie schnell der Motor fährt und wie er sich auf der Autobahn und auf der Landstraße macht, erfährst du dann später in einem nächsten Kapitel. Wer sich nicht ganz sicher ist, in welcher Farbe er den neuen IONIQ bestellen soll, für den gibt es auf der Internetseite von Hyundai auch einen Farbkonfigurator, mit dem du jeden angebotenen Lack einmal betrachten kannst. Mein Favorit ist Abyss Black oder Grey Matte, aber das ist Geschmackssache. Preislich startet der neue von Hyundai ab 43.900 Euro in der Basisversion. Mehr Ausstattung bieten dann das Dynamik, das Technik und das Unique-Paket, mit dem du dann in einer Vollausstattung mit allem Luxus, der erdenklich ist, bei knapp 60.000 Euro landest, was gegenüber der deutschen Konkurrenz immer noch wesentlich günstiger ist. Wer mehr dazu erfahren möchte, der schaut auf die Hyundai-Internetseite. Hier findest du dann deinen persönlichen Fahrzeugkonfigurator. Kommen wir jetzt aber zum Innenraum und den möglichen Ausstattungsvarianten. Du kannst ihn in Schwarzoptik oder in Weiß bestellen, je nachdem wie der jeweilige Geschmack ist, wobei ich sagen muss, dass der helle Innenraum schon gegenüber dem eher langweiligen Schwarz eine Augenweide ist. Fünf Personen finden hier ganz bequem Platz und in der hier gezeigten Vollausstattung bleiben natürlich keine Wünsche offen. Relax-Sitze, die du in verschiedenen Stufen beim Laden oder Pause machen einstellen kannst. Ein großzügiges Raumangebot für Fahrer und Beifahrer und die zwei nebeneinander angebrachten 12-Zoll-Displays bieten dir jede Möglichkeit, die verbaute Technik zu konfigurieren. Wer mehr über diese beiden Displays erfahren möchte, dranbleiben. Hierfür gibt es ein extra Kapitel. Und auch das manuell einstellbare Klimasystem hat hier genau den richtigen Platz, welches ich ebenfalls im weiteren Verlauf des Videos nochmal ausführlich erkläre. Die Fensterheber sind von den Türen jetzt in die Mittelkonsole gewandert, was erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Die Mittelkonsole bietet großzügig Platz im oberen und unteren Bereich und in den verbauten Fächern findest du noch weitere USB-C und USB-A-Anschlüsse, um hier noch jede Menge Technik anschließen zu können. Für den optimalen Musiksound sorgt ein Bose Soundsystem mit 7 Lautsprechern und einem Subwoofer, welches in den Einstellungen noch für den Anwender frei konfigurierbar ist. Wenn du es doch mal übertreiben möchtest, kannst du natürlich an der unter der Rückbank befindlichen 230 Volt Steckdose einen Föhn oder einen Staubsauger bis zu 3,6 Kilowatt ganz entspannt anschließen. Das Ganze funktioniert aber noch im Außenbereich mit dem mitgelieferten Adapter, den du einfach anschließen musst, um Strom für deinen Elektrogrill oder dein Campingplatz-Zubehör zu bekommen. Zum Thema Nachhaltigkeit verbaut Hyundai den Stoff der Sitze des Dachhimmels und der Teppiche aus recyceltem PET-Gewebe, Zuckerrohr und Mais. Und das für die Sitze verwendete Leder wird im Öko-Verfahren mit Leinsamenöl gefärbt. An den Innentüren kommt Biofarbe aus Pflanzenölen zum Einsatz und für die Innenverkleidung und die Karosserie werden Pigmentfarben aus Altreifen bzw. Bambuskohle verwendet. Die LEDs in den Seitentüren und im Fahrerraum lassen sich natürlich noch farblich verstellen, um deinen gewünschten Look zu kreieren und dir dein eigenes Ambiente zu schaffen.
Zu den verbauten Kameras als Außenspiegel muss man noch erwähnen, dass diese nicht in jedem Land erlaubt sind. In den USA zum Beispiel benötigt der IONIQ normale Spiegel und du kannst dir natürlich auch aussuchen, was du hier für dich am besten bestellen möchtest.